Seit 1. Jänner gelten auch in Vorarlberg längere Ladenöffnungszeiten. Herr Manfred Viel von der Wirtschaftskammer Vorarlberg, wie sehen diese Öffnungszeiten jetzt aus? Es hat zwei Änderungen gegeben, und zwar die Dauer des Offenhaltens pro Tag und die Dauer pro Woche. Offenhalten pro Tag, es ist also möglich, täglich bis 21 Uhr offen zu halten, und pro Woche, bisher waren 66 Stunden außerhalb der Kernzone, in der Kernzone mal bisher schon 72 Stunden, und jetzt ist es für das gesamte Land 72 Stunden. Gibt es einen Grund, warum die Ladenöffnungszeiten geändert worden sind? Es gibt sicherlich mehrere Gründe, da bisher jedes Bundesland eigene Ladenöffnungszeiten gehabt hat. Teilweise hat jedes Bundesland auch verschiedene Ausnahmegenehmigungen für zum Beispiel Fremdenverkehr oder Sonderveranstaltungen und so weiter. Und das Ganze war sehr unübersichtlich. Wir haben also so weit wie möglich haben wir das österreichweit ausgenutzt. Haben Sie schon erste Reaktionen von Einzelhändlern, wie die neuen Ladenöffnungszeiten vor allem bei den Einzelhändlern ankommen? Im Einzelhandel wird sicherlich die Hauptbranche der Lebensmittelhandel sein. Der Lebensmittelhandel hat bisher schon immer Probleme mit den 66 Stunden gehabt. Er hat die 66 Stunden fast gesamt ausgenutzt. Und da wird sich und gibt auch schon ab ersten Änderungen, dass man Richtung 72 Stunden geht. Es ist also pro Tag sicher eine Stunde länger im Lebensmittelhandel offen als im gesamten Lebensmittelhandel. Ein Problem wird sicherlich sein, dass Familienbetriebe kaum mitkönnen. Gerade die kleinen Betriebe, die wenig Personal haben, nicht so schichten können, die können also kaum mit. Es sind hauptsächlich also die Großbetriebe, die hier mitgehen. Sind die jetzt schon ab 1. Januar mitgegangen oder kommt es jetzt so nach und nach? Im Lebensmittelhandel gibt es am 1.1. Der gesamte Lebensmittelhandel hat circa eine Stunde pro Tag länger offen. Er hat also am Abend teilweise, was sich auch auswirkt, ist sicher, dass am Samstag fast generell bis 18 Uhr anstatt 17 Uhr offen ist. Also das ist jetzt schon und pro Tag ist ungefähr fast eine Stunde hat der Lebensmittelhandel länger offen. Das sind diese sechs Stunden von 66 auf 72.